Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shot News und Combo Masteries mit dem Herrn Gleich. Ja, Leute, schaut mal hier im Hintergrund, der Herr Sofort hat sich gewünscht, geh doch mal zu den Tigern. Na, alles klar? Ich mache jetzt hier eine kleine Safari und gehe eben zu den Tigern. So. Jo. Und da sehen wir auch schon so ein richtiges Prachtexemplar. Es sieht doch mal Hammer aus, oder? Mega geil. Wunderschön anzusehen, sensationell, aber ich habe ein sehr, sehr komisches Gefühl, wenn der bei mir im Nacken sitzt. Gefällt mir gar nicht. Sei brav da hinten, bleib schön brav. So. Ja, dann schauen wir doch mal rein, was haben wir denn heute hier? Heute haben wir in Mamas Altmundschigarnischatulle den Mythic Quagmire. Dann gehen wir hier in den Shop rein. Was ist da am Start? Hier haben wir nach wie vor das Mythic Bob Pack. Mit Bob, Chris Gemälde, Sepp Brannigan Porträt, Peters Drawing, Eugene Welch. Habt ihr noch 2 Tage, 15 Stunden Zeit für diejenigen, die den Bob irgendwann mal im Swole Club fast voll bekommen haben. Und dann investiert jetzt hier noch ein paar Gems. Das Ding lohnt sich wirklich. So, Fry's Painting, Mutilated, 3P Dolls, Arc Sketch, Trauriger Clown, Mac Griffin und Philip J. Fry in der Paintings Box. Coole Sache. Mega nice. So, dann sind wir hier auch schon in der Meisterschaft angelangt. Da schauen wir doch einfach mal an, uns an, was gibt's da heute? Da gibt's den Keyboardist Dale. Und der sieht folgendermaßen aus. Keyboardist Dale ist das hier. Ein Dale mit eben Musikkarten. Ja, das Einzige, was wahrscheinlich hier Sinn macht, ist Red Shirt, Blue Shirt. Aber da ist ja schon ganz gut, wie ihr seht. 37 Angriff, also 20 Punch, 14-fach motivieren. Ja, selbe hier. 17 ist eigentlich, ja, sogar ein bisschen stärker mit 18 Angriff, 73. Ja, gut, da fährt er unten 2 Leben mehr. Auf jeden Fall eine coole Karte. Aber ist für eine Mythic-Version mit 38 Punch im First Hit. Ah, jetzt sehe ich fast aus wie der Tiger. Ah, hat er auch gegähnt. Ah, so. Ja, nicht ganz so. Nicht ganz so prickelnd. So. Fan Farnsworth, also würde ich keine 500 Gems für ausgeben. Fan Farnsworth. Schauen wir uns den mal an. Hier haben wir einen Professor Farnsworth und das Ganze mit Sportkarten. Jetzt gucken wir mal, was da rechts rauskommt. Einfach nur Cripple. Und wenn ich mir anschaue, was da vorher der Professor Farnsworth konnte, der hatte nämlich Bodyguard, der hatte einen Punch und Bombe. Da ist dieses bisschen Cripple, was dabei rauskommt, Schrott. Also das lohnt sich nicht, das Ding zu erforschen. Ne? Also ehrlich wahr, das ist, ihr macht die Karte dadurch nur schwächer, wenn ihr diese Combo erforscht. Auf keinen Fall so eine Combo erforschen. Das ist der letzte Rotz. So, jetzt kommen wir allerdings zu einer, die ist schon deutlich viel besser, aber selten zu sehen. Das ist der Music Video Stewie. Und der sieht folgendermaßen aus. Hier haben wir einen Stewie mit eben Musikkarten. Und wenn wir da mal rechts rüber schauen, da haben wir jetzt eigentlich schon mal eine First Hitter Combo am Start. Hier mit, gucken wir mal da, was hat er hier? Da zum Beispiel 40 Angriff, also 22 Punch, 18 Angriff, 40 Schaden im First Hit. Da oben, mit den Rubberneckers, 41. 22 Leech, 15er Mauer, 74 Leben. Das Ding, das ist ziemlich geil und ist sehr schwer klein zu kriegen. Durch die Mauer und durch das Leech. Ne? Also sehr, sehr coole, effektive Karte. Und wer den Stewie in der Mythic-Version haben sollte, plus eben eine dieser Musikkarten. Wir haben einmal hier Rubberneckers, wir haben K-Pop-Video, wir haben Oldies with Goldies, wir haben Golden Fiddle, Pimp My Sleigh, Courtney is Dead, Fahrt School Jimmy Jr., K-Pop Cleveland und Erskine. Das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kombo-Möglichkeiten und das ist sehr, 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 sehr geil. Ja, ich habe den Stewie und werde jetzt Folgendes machen. Ich kaufe sie mir. So,
Ist eine gute Investition. Das Ding lohnt sich. So. Kriegen ja sowieso jetzt vom Rumble dann auch wieder was zurück. Insofern, scheiß drauf. So, das sind die Combo-Cards gewesen. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir hier als allerletztes dann noch im Shop. Welche Combo ist denn die letzte hier im Shop noch? Ach, der Ergidas-Dan. Der Ergidas-Dan. Und der Ergidas-Dan, der sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal einen Stan mit Musikkarten. Ja, in der Mythic-Version auch nicht so toll. Also ist jetzt wirklich eine Combo, die macht auch nicht besonders viel Spaß. Ja, nö. Also lohnt sich nicht. Also was haben wir heute? Heute haben wir tatsächlich eine gute Combo gehabt. Das war jetzt hier die. Das ist der Music Video Stewie. Der ist richtig cool. Fan Farnsworth. Keyboard ist Dale. Ja, aber die ist geil. Also wenn es euch gefallen hat, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr einen Stewie haben solltet, den Mythic Stewie plus eben eine dieser Musikkarten, legt es euch zu. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich natürlich riesig freuen. Das tut der Seele gut. Und ja, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.